Wir bringen die beste Unterhaltung der Welt nach Deutschland. Gleich bei unserem ersten Turnier haben wir die kultige Festhalle ausverkauft, den deutschen MMA-Rekord gebrochen und jetzt geht es weiter. Diesmal könnt ihr euch auch auf den deutschen Superstar und ehemaligen Profifußballer Christian Eckerlin freuen. Oh, the left hand's dropped him. Zum zweiten Mal in diesem Jahr trifft er auf den fiesen brasilianischen Shooter De Oliveira. Ein Rückkampf, der alle offenen Rechnungen begleichen wird und beiden Kämpfern die Chance gibt, zu zeigen, wer besser ist. Wird erneut vor seinem Heimpublikum auftreten. Diesmal als Sieger des Kampfs um Deutschland. Vor den Augen des gesamten Frankfurter Publikums wird der tschechische Publikumsliebling Milos Petrášek versuchen, ihm den Sieg zu nehmen. Petrášek takes him down immediately. Wie wird das Aufeinandertreffen des besten deutschen Kämpfers und mehrfachen Champions gegen den tschechischen Elitekämpfer ausgehen? Milos Petrášek! Die Geschichte und die Mission gehen weiter. Octagon 36, 15.10. Frankfurt. Tickets im Vorverkauf bei ticketmaster.de. Weltrová váha přinese stále ještě souboj dvou mladíků, kteří jsou velkou nadějí domácí scény MMA. 183 cm vysoký Václav Holota má na svém kontě celkově 6 vítězství a jedinou porážku. Ta přišla v zápase s Christianem Jungwirtem a na dlouhou dobu vzala Holotovi doslova do písmene vítr z plachet. Zápasy s Danielem Hromkem a Christianem Valenciou v Pardubicích byly pro Holotu především velkým soubojem o jeho vlastní sebevědomí. To by po dvou vítězstvích mohlo být zpátky. V tuto chvíli mu ovšem stojí v cestě soupeř, který ve svém posledním zápase dokázal při své premiéře v oktagonu porazit Denise Farkaše tvrdými údery v postoji a KO. Handa Ganič má na svém kontě 8 vítězství, z toho 5 dokázal ukončit pomocí KO. Z posledních 7 zápasů dokázal 6 vyhrát a je pro Holotu velmi nepříjemným soupeřem. So, liebe Zuschauer, es geht weiter und wir begrüßen Max Handanagic in der Halle. Wirkt sehr fokussiert, ist hier völlig in seinem Tunnel drin, wie das als Kämpfer zu sein hat. Ist ein sehr versierter Kickboxer, hat bereits Erfahrung als Amateurboxer gehabt, bevor er ins MMA gekommen ist. Also fühlt sich im Striking zu Hause. Seinen letzten Kampf hat er mit einem hervorragend angesetzten Darkstroke gewonnen. Also Handanagic ist jemand, der es wirklich versteht, ja, seinen Gegner fallen zu stellen, die Aktion, die er macht, richtig anzusetzen, egal ob das ein Choke oder ein Highkick ist. Also ein sehr, sehr smarter Kämpfer, benutzt seine Finten, baut Bewegungsmuster auf und in der Sekunde, wo der Gegner denkt, er wüsste, was kommt, in genau dem Moment knallt es dann bei Max Handanagic. Also sehr dynamischer, schneller Kämpfer. Und gleich begrüßen wir seinen Gegner Václav Holota. Hier werden die Kämpfer noch mal vor dem Cage überprüft. Das sieht vielleicht für jemanden, der den Sport noch nicht kennt, ein bisschen suspekt aus, aber das dient tatsächlich dazu, dass keine Vaseline auf den Nacken aufgetragen werden kann, damit kein Sportler dadurch einen unfairen Vorteil erhält. Denn wenn der Nacken mit Vaseline eingerieben ist, hätte man theoretisch die Möglichkeit, einfach schneller aus einem Würgegriff rauszuschlupfen. Und um solchen Dingen entgegenzuwirken, werden die Kämpfer hier vor dem Cage schon mal von den Offiziellen überprüft. Und ja, meine Damen und Herren, hier sehen wir Václav Holota. Der ist hauptberuflich Lehrer, sympathischer Typ, hat natürlich auch seine Fanbase hier
in Tschechien, in Prag. Hat auch solides Momentum hinter sich. Der hat 5 von seinen letzten 6 Siegen vorzeitig gewonnen. Und seine einzige Niederlage ist bis dahin ein hart umkämpftes Match gegen unseren Kollegen aus Deutschland, Christian Jungwirth, der heute Abend auch mit hier im Publikum sitzt. Haben wir vorhin schon begrüßen dürfen. Hier wird noch mal ein bisschen Vaseline auf die Augenpartie aufgetragen, um zu verhindern, dass es fiese Cut-Verletzungen gibt, wenn da Fäuste, Kicks oder Ellbogen treffen. Gerade im vorderen Bereich des Gesichts. Wenn dort mal ein Treffer richtig sitzt, reißt die Haut einfach relativ schnell auf. Und mit der Vaseline, die die Kämpfer ins Gesicht bekommen, kann man das einfach ein bisschen verhindern, sodass die Kämpfer auch nicht so schnell vorbei sein müssen. Bolata begrüßt hier seine Fans in der Halle, im Stadion. Wirkt sehr, sehr ruhig und gelassen. Und wir machen uns bereit, liebe Zuschauer, für die erste Runde dieses Durchgangs. Hier sehen wir beide noch mal in der direkten Gegenüberstellung. Beide ungefähr gleich groß. Auch wenn der Erfahrungsunterschied hier sehr zugunsten von Nolata ausfällt. Also Handanagic ist deutlich unerfahrener. Scheduled for 3 rounds, 5 minutes. And it's brought to you in association with Tipsport. Let me introduce you both fighters. First, in the blue corner, he is 25 years old. He stands 181 centimeters tall. He weighed in at 77.4 kilos. He represents MMA Poděbrady and MPT fighters. And the coaches in his corner are Lukáš Blažek, Tomáš Čerich, and Luboš Šuda. He has a professional record of 15 fights, 8 wins, 7 finishes, 1 draw and 4 losses. Representing Neruda Cup Team DeepCBD.cz and fighting out of the Czech Republic, Max Handanagic! Red corner. He is 29 years old. He stands 183 centimeters tall and he weighed in at 77.3 kilos. He represents Reinders MMA and the coaches and his corner are Andre Reinders, Michal Novotný and Martin Podluda. He has a professional record of 7 fights, 6 wins and only 1 loss. Representing Neruda Cup Team DKI Detailing, fighting out of the Czech Republic in the red corner, Václav Holota! Protect yourself at all time. Listen to my instruction. Make a clear fight. If you want to touch glove, it's now. Thank you. Go back to your corner. Thank you. Also Max Handanagic in der Linksauslage mit der weißen Hose und Václav Holota in der schwarz-gelben Hose. Stimmung ist geladen hier. Gutes Flair. Beide Kämpfer sind ready. Rufen sich hier mal ein kleines bisschen ein. Bolata, auffällig niedrige Deckung hier. Das kann gegen so einen gefährlichen Striker wie Max Handanagic gefährlich werden. Oh, da ist Handanagic ein kleines bisschen an der Oktagon-Absperrung rausgerutscht. Aber schöne erste Kombination hier von Václav Holota. Und da versucht Holota direkt den Takedown zu holen, um diesen. Oh, aber jetzt kommt ihr hartes Ground and Pound aus der Oberlage von Max Handanagic. Da scheppert es schon mal direkt. Da muss Holota schleunigst schauen, dass er rauskommt. Handanagic macht das hier gut, sichert sich hier erstmal die Position, versucht seinen Gegner hier zu fixieren und kurze Ellbogenstöße aus der Half Guard zu bringen. Also die Half Guard bedeutet, er hat ein Bein über dem Bein seines Gegners. Aber jetzt schön gemacht hier von Holota.
arbeitet sich wieder in die Full Guard zurück. Das ist wichtig. Denn von dort aus hat er die Möglichkeit, wieder Submissions anzusetzen oder zumindest schon mal die Gefahr aus der Oberlage von Max Andanagic zu bannen. Jetzt hat er aber hier sein Genick gerade rausgekommen. Und das wird natürlich auch von den Fans mit tosendem Applaus belohnt. Oh, wow, was war das für eine Aktion? Da war Andanagic gerade dabei aufzustehen. Und dann krachen die beiden ineinander. Jetzt versucht Holota hier mit feinsten BJJ-Künsten einen Omoplata, das heißt einen Schulterhebel aus der Rückenlage. Das kann man sich vorstellen wie einen Polizeigriff, den man aber nicht mit dem eigenen Arm, sondern mit dem Bein ausführt. Das ist ein sehr, sehr heimtückischer Trick, den man aus der Unterlage machen kann. Und schön herausmanövriert hier von Václav Holota. Und Max Handanagic blutet hier bereits. Ich glaube, das war von dem Kniestoß, mit dem er dann gerade zu Boden geschickt wurde. Und jetzt hat Holota wieder die Oberlage und kann seinen Gegner hier erstmal fixieren. Das bedeutet, er macht die Punkte. Und wir haben noch die Hälfte der Runde. Handanagic sollte vielleicht zusehen, dass er seine Hüfte ein bisschen aus dieser Zone rausbekommt. Er macht das hier ganz gut. Bietet hier aber auch wieder die Variante oder die Möglichkeit für neue Submissions. Und das gefällt mir ausgesprochen gut, was Václav Holota hier am Boden zeigt. Der steigt jetzt hier in eine umgekehrte Triangle, versucht jetzt hier mit dem Armbar. Wenn er den Arm jetzt hier ausstrecken kann, dann hat er eine Mischung aus einem Triangle Choke und einem Armbar. Das ist gefährlich, denn mit beidem kann er seinen Gegner hier zur Aufgabe tappen. Aber Max Handanagic verteidigt seinen Arm hier gut. Jetzt hat er ihn durchgestreckt. Reicht das für die Submission? Das sieht schon sehr, sehr gut aus, was Václav Holota hier macht. Und ich glaube, da ist Max Handanagic kurz vor dem Tap-Out. Muss jetzt hier auch noch Schläge zum Kopf nehmen. Mama mia! Brandgefährliche Situation. Und das auch noch mit diesem Cut auf der Stirn. Also, wow! Wow! Václav Holota hier sehr agil am Boden. Eine Submission jagt die nächste. Steigt jetzt hier in den Triangelwürger. Aber keine sitzt bisher so richtig. Also Max Handanagic weigert sich hier abzuklopfen. Was hat dieser Mann hier für ein Kämpferherz? Holota versucht jetzt mit Ground and Pound aus der Oberlage. Macht das hier gut, fixiert seinen Gegner weiter am Boden. Und dieser Cut bei Max Handanagic ist wirklich fies, denn da läuft jetzt auch schon etwas Blut ins Auge. Das bedeutet natürlich, dass der Kämpfer auch noch weniger sieht. Oh, und diese harten Schläge hier schlagen jetzt schon wirklich stark ein. Jetzt gibt er auch noch den Rücken her. Reicht das für die Submission? Er hat den Arm unterm Kinn. Kann er die Submission hier durchziehen? Da ist der Tap. Wow! Eiskalt durchgezogen hier von Václav Holota. Sehr, sehr starke Performance, was der Mann hier gezeigt hat. Donnerwetter. Also exzellentes Grappling. Die BJJ-Freunde unter euch werden sich wahrscheinlich gefreut haben. Eine Submission, ein Submission-Übergang in den nächsten. Sehr, sehr geschmeidig. Und Max Handanagic sitzt noch hier, wird von den Ringärzten umsorgt, die sich hier um seine Cut-Verletzung kümmern. Mama mia! Ein schnelles Ende dieses Kampfes. Hier sehen wir nochmal diese Schlagkombination mit dem Kick am Ende. Und hier sehen wir nochmal die Schläge zum Kopf. Das ist eine wahnsinnig fiese Situation. Man hat hier den Würger, er hat gleichzeitig den Arm. Und währenddessen hat Holota auch noch die Möglichkeit, hier zum Kopf zu schlagen. Und hier sehen wir es nochmal. Exzellentes BJJ. Eine Submission in die nächste. Hat das wirklich sehr, sehr sauber vorbereitet. Also smart gekämpft von Václav Holota, aber auch diesen Kniestoß, den wir da gesehen haben beim Aufstehen, das war eine sehr grenzwertige Geschichte. Das müssten wir noch mal im Replay im Detail angucken. Denn
Das war im Endeffekt die Sequenz, mit der dieser Kampf maßgeblich entschieden wurde. Und das werden wir uns vielleicht noch mal hinterher anschauen. Fantastické kolo, které jsme tady na Štvanici viděli. Ale vítěz může být jenom jeden. Ladies and gentlemen, your referee called a stop to the action after 4 minutes 19 seconds. Rear naked choke and the winner coming from the red corner. Václav Holota! Vašku, obrovská gratulace. Tohle bylo šílených necelých 5 minut, 4 minuty 20 vteřin. Co si z toho pamatuješ nejvíc? Hele, vím, že jsem nám provedl chytit na zemi ten triangle a že byl Max otevřený, takže tam se snažil to dokončit. Trošku frustrace, když mi z toho vyklouznul. Vzpomněl jsem si na zápas s Christianem a říkal jsem, že to nesmí nechat utéct. Takže jakmile jsem držel to RNCčko, tak jsem dal to všechno. Mám úplně odkrvený ruce. My jsme během komentáře, pojďme si vlastně pustit na té velké obrazovce ty zpomalené záběry celého toho kola. A my jsme během komentáře přesně to vzpomněli, jestli náhodou ti nenaskočí zápas s Jungwirtem. Bylo tam i jedno naskočené koleno, tak zkus nás provést tím, jak si třeba tady trefil čistý high kick. Jak moc vlastně si měl celý ten zápas pod kontrolou? Hele, tak já jsem si neplánoval do zápasu vůbec nic. My jsme jenom věděli, na co si dát pozor a když jsem viděl, že mi prochází ty údery, tak jsem viděl, že Max je taky jenom člověk a že je možný ho porazit. Viděli jsme, že tím kolenem si jej otevřel. Myslíš, že to byl vlastně rozhodující moment? Jednak si s tím hodně otřásl a jednak tam bylo opravdu hodně krve. Max vůbec neviděl na to oko posléze? Ne, musím říct, že od toho trianglu si myslím, že byl Max v takovém pasivním módu, že ustrnul, že nebyl, jakoby, že ztratil tu bojovnost. Ale jako za mě všechna čest za to, co vydržel a nepustil ani to škrcení trianglem a skoro ani to RNCčko. Už si myslel, že budu muset přecházet. Ještě jednou gratulace jednak k tomuhle výkonu. Gratulace ke svatbě, dodatečná. A vy jste oba dva žili ten tvůj sen a žijete ho dál, tak kdy tě uvidíme příště, protože ta pauza teď byla docela dlouhá, téměř rok. Hele, no, teď jsi mi trošku nabil. Nejradši bych zápasil s někým z německého oktagon výzvy. Zároveň bych za nějaký čas chtěl znovu odvetu s Christianem Jungwirtem. A naposledy bych řekl, že mám chuť se na to vysrat okamžitě, takže já aktuálně nevím, potřebuji nějaký čas, potřebuji se srovnat v životě a pak můžu pokračovat. Tak budeme doufat, že ta třetí možnost tu přejdeme a třeba ta odveta s Christianem v oktobru by mohla být. Děkujeme moc, Václav Holota! Wir bringen die beste Unterhaltung der Welt nach Deutschland. Gleich bei unserem ersten Turnier haben wir die kultige Festhalle ausverkauft, den deutschen MMA-Rekord gebrochen und jetzt geht es weiter. Diesmal könnt ihr euch auch auf den deutschen Superstar und ehemaligen Profifußballer Christian Eckerlin freuen. Oh, a left hand dropped him. Zum zweiten Mal in diesem Jahr trifft er auf den fiesen brasilianischen Shooter De Oliveira. Ein Rückkampf, der alle offenen Rechnungen begleichen wird und beiden Kämpfern die Chance gibt, zu zeigen, wer besser ist. Wird erneut vor seinem Heimpublikum auftreten. Diesmal als Sieger des Kampfs um Deutschland. Vor den Augen des gesamten Frankfurter Publikums wird der tschechische Publikumsliebling Milos Petrášek versuchen, ihm den Sieg zu nehmen. Petrášek takes him down immediately. Wie wird das Aufeinandertreffen des besten deutschen Kämpfers und mehrfachen Champions gegen den tschechischen Elitekämpfer ausgehen? Milos Petrášek! Die Geschichte und die Mission gehen weiter. Octagon 36, 15.10. Frankfurt. Tickets im Vorverkauf bei ticketmaster.de.